Platys gehören zu den beliebtesten Zierfischen im Aquarium. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man sie vermehrt und in ein anderes Aquarium umsiedeln kann, ohne dabei den Platys zu schaden. Ich bin der Aquarianer und wie immer ist es einfacher, als man denkt. Wenn ich das kann, können Sie das auch. Um die Platys umzusiedeln, habe ich diese professionellen Utensilien. Zunächst mal habe ich Fischfutter, um sie anzulocken. Dann habe ich dieses Sieb, um sie herauszufischen. Und zu guter Letzt nehme ich diesen Umsiedlungsbehälter, um sie damit ins andere Aquarium umzusiedeln. Der erste Schritt dürfte sein, dieses Gefäß hier mit Wasser zu befüllen. Es ist wichtig, dass es Wasser aus dem Aquarium ist, aus dem sie stammen, damit sie für den Transport die perfekte Zusammensetzung an Chemikalien im Wasser erhalten. Nun werde ich mit mittels dieses Hauptfutters für Fische die Platys herauslocken. Es ist wichtig zu erwähnen, man darf die Fische auf keinen Fall überfüttern, denn so entsteht Nitrit oder Nitrat und schadet dem pH-Wert des Wassers. Und innerhalb weniger Sekunden sollten nun die Fische das Futter im Wasser bemerken und an die Oberfläche kommen. Den besseren Effekt werde ich nun noch ein paar Schwingungen im Wasser verursachen. Das sind sie schon. Und wie man sieht, fressen sie das Wasser. Nun werde ich dieses Exemplar hier behutsam herausfischen. Naja, ich habe wohl nur einige Muschelblumen gefangen. Es ist natürlich äußerst essentiell, das mit der nötigen Ruhe anzugehen, damit die Fische kein Misstrauen erregen. Und sobald einer ins Netz geht, können wir ihn in den Umsiedlungsbehälter Dies ist natürlich ein Geduldsspiel, aber wie beim Angeln ist alles, worauf es ankommt, die Zeit, die man bereit ist zu investieren. Hier befinden sich auch einige Jungfische der Platys in diesem 600 Liter Aquarium. Ich werde mich wieder melden, sobald einer der Fische ins Netz gegangen ist. Eins. Hier habe ich das erste Exemplar gefangen und ich werde es nun behutsam in die Aquarienkanne einführen. Was denn passiert, ja? Wie man sieht, habe ich diesen Fisch hier ohne Probleme einfangen können. Ich werde jetzt noch einen zweiten und dritten besorgen und dann ins andere Becken umsiedeln. Also sehen wir uns wieder, wenn ich die Arbeit erledigt habe. Eins. Wie man sieht, habe ich es ohne weiteren Aufwand geschafft, drei der Jungfische in diesem Gefäß zu fangen. Ich werde sie nun in das andere Aquarium überbringen. Hier sieht man sie. Eins, zwei, drei. Eins. Ich werde nun die Platys in dieses Aquarium umsiedeln. Normalerweise ist es zu empfehlen, es schonend ins Wasser hereinzusenken und dann nach und nach das Wasser auszutauschen, damit die Fische sich an die neue Temperatur gewöhnen. Hier sieht man die Fische im neuen Aquarium und nun werde ich sie langsam auskippen. Da sich beide Aquarien im selben Raum befinden, ist die Gefahr eines Temperaturschocks relativ gering. Den Fischen, die fühlen sich relativ wohl. Und wenn man sieht, tummeln sie sich schon. Und der Ester traut sich auch gleich schon heraus in sein neues, luxuriöses Apartment. Los.
Wie man sieht, befinden sie sich am Grund des Gefäßes und werden nun sanft in ihr neues Zuhause entlassen. Einer ist etwas widerspenstig. Aber auch hier empfiehlt sich Geduld an den Tag zu legen. Denn lieber eine Minute mehr aufbringen, als das Wohl eines dieser kleinen Fische zu gefährden. Dafür stehe ich mit meinem Namen, euer Aquarianer. Eins. Nun werde ich noch diese Spitzhornschnecke aus meinem Aquarium herübersiedeln, um die Artenvielfalt in meinem Aquarium für die Platys etwas reizvoller zu gestalten. Gut. Sie befindet sich ganz am Grund. Natürlich ist es in ihrem Aquarium möglicherweise etwas einfacher, die Schnecken am Grund zu erreichen, als bei mir und meinem 800 Liter Becken. Und schon habe ich sie, und sie ist sicher in ihrem Gehäuse, ich sie sicher ins andere Aquarium überbringen. Diese Spitzhornschnecke wird das Wasser im Aquarium zusätzlich filtern, sodass die Platys bessere Qualität im Wasser haben. Und gleich greift sie sich dann wieder aus ihrem Haus aus und wird weiter ihren natürlichen Lebenslauf fortführen. Hier sieht man die Jungfische im Aquarium herumschwimmen. Zwei da oben und einer hier am Boden. Und hier sehen wir die Unterwasserschnecke. Die Platys werden innerhalb kürzester Zeit genauso groß werden wie die in diesem Aquarium. Natürlich sollte man bestenfalls einen männlichen und einen weiblichen Platy-Jungfisch und keine zwei männlichen oder zwei weiblichen umsiedeln, um die Population auch tatsächlich im Aquarium zu erhöhen. Eins. Und so siedelt man Platys im Aquarium um. Ich hoffe, dieses Video konnte ein paar hilfreiche Informationen vermitteln und hat euch gefallen. Falls ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr nichts mehr von eurem Aquarianer verpasst. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin wünsche ich frohe Aquaristik.